So, hey Leute, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Biomutant. Wir sind hier immer noch in der Todeszone und schauen uns hier ein bisschen um. Ich hoffe, wir finden hier bald mal ein paar Kisten. Hier sollen 14 Stück sein, wenn ich das vorhin richtig gesehen hatte. Und wir haben irgendwie drei oder so gefunden. Das ist ungefähr auch gar nichts. Deswegen, ja, müssen wir dringend mal Teile finden, damit wir dieses Gefährt hier, was wir hier haben. Mal, Eine kleine nette Höhle. Schönbau genannt. eine Wrackkiste ist hier auf jeden Fall, damit wir dieses Teil hier mal aufwerten können. Okay. Oh. Okay, wo ist er hin? Da. Okay, den haben wir auf jeden Fall ganz gut besiegt. Was haben wir hier noch so? Da scheint auf jeden Fall so eine Kiste zu sein. Wir schauen uns hier gerade mal mit diesem Gefährt noch um, weil das mit dem Licht hier wesentlich besser ist. Okay, ja, wir steigen mal ab. Wir holen uns als erstes mal die Kiste. Fieser als alles andere. Was haben wir denn da? Vorreiter. Dumpfdeffer, Skurdaburt und leider ist die Kiste dann auch schon leer. Haben wir hier noch irgendwas, was wir... Die Tür können wir öffnen. Die machen wir natürlich auf, indem wir unser Gerät einfach in die Tür halten. Das reicht schon. So, was finden wir hier noch? Kopf. Captain Mongul. Captain. Captain. Okay. Was haben wir hier noch? Das sieht niedlich aus. Häschen-Eimer. Ah, ich würde es eigentlich ganz gerne anziehen, weil es doch ein bisschen mehr Rüstung hat, aber es hat weniger Gesundheit. Ich weiß nicht. Ach, wir ziehen Kopf es einfach hoch. mal an. Und ein Söldnerbrustpanzer, der schlechter ist als unserer. Oh, wie wir aussehen mit diesem Kopf. Wir können eigentlich theoretisch jetzt gar nichts mehr sehen. Naja, das macht ja nichts. Man muss ja nicht immer alles sehen. Manchmal ist es besser, wenn man nichts sieht. Eine Mündung haben wir noch gefunden. Was ist das? Noch eine Mündung. Okay, damit können wir nichts tun. Das können wir noch öffnen. Mal schauen, was wir da finden. Pappabdeckung. Wow, sieht irgendwie aus wie so eine Clownsmütze. Ist ziemlich schlecht, aber sieht lustig aus. Okay. So, da sind wir, glaube ich, oder sind wir daher gekommen? Naja, wir schauen erstmal da durch die kleine Tür. Die sieht nämlich so aus, als könnte man potenziell nicht mit einem Mekton da durch. Was haben wir hier? Noch ein bisschen Dreck zum Durchwühlen. Gesundheitspaket nehmen wir natürlich mit. Was haben wir hier noch? Ein Schrank. Das ist Gesicht. Multiröhrenmaske. Typ Gesicht, das haben wir noch, sowas haben wir noch gar nicht, ne? Das ziehen wir noch tatsächlich Der mal an. Tag verstreicht. Mach dich an die Arbeit. Haben wir da unten jetzt noch das Ding drunter? Oder sehen wir, ja, wahrscheinlich. Wir sehen es jetzt vermutlich nur nicht wegen unserem Häschenköpfchen. Der Tag verstreicht, wollte er mich gerade hetzen? Das klang so, als wäre ich ihm zu langsam. Oh wow, es gibt hier noch ganz schön viel zu entdecken. Noch mehr überragende Beute. Automatikgewehr. Seltenheit, selten. Okay. Aufsatzmodifikation. Unterweiser. Bereich abgeschlossen. Okay, wir schauen uns natürlich trotzdem noch einmal zu Ende um. Ich würde sagen, so allzu ultra ewig lange würde ich gar nicht mehr überall rumrennen. Ich habe das Gefühl, wir kommen so irgendwie, zwar abgesehen von so ein paar Sachen, die wir looten, gar nicht richtig voran. Auch storymäßig nicht, weil hier zwischendurch eben nicht so viel passiert, was ich ein bisschen schade finde. Okay, wo kommen wir hier noch hin? Können wir nicht aufmachen. Hier geht es noch nach oben. Wow. Noch mehr nach oben. Oh Gott, wie weit nach oben geht es denn? Kommen wir da wieder hin, wo wir eben waren? Hier können wir auch nichts tun. Können wir da. Nee, da durchpassen wir auch nicht. Das ist echt ein großer Bereich hier scheinbar. Das können wir noch öffnen. Magazin, Sturztrommel. Okay, das können wir noch öffnen. Zitroscheibsen. Ich weiß nicht genau, was das ist, was wir damit machen können. Oh Gott, es gibt so viele Richtungen. Ich hoffe, ich weiß gleich noch, wo ich schon war und wo nicht.
Okay, hier können wir nichts öffnen. Doch, da. Das ist ja ein cooler Automat. Was finden wir denn da? Aufsatzmodifikation, Lichterröhre. Okay, nehmen wir natürlich alles gerne mit. Auch wenn ich noch nicht so richtig den Dreh raus habe, was wir damit tun. Oh, Fahrstuhl. Nee, Fahrstuhl nehmen wir später. Dann gehe ich tatsächlich noch mal einmal schnell nach unten vorher. Schaue mich da unten in den anderen Räumen um, bevor wir hier mit dem Fahrstuhl fahren. Vielleicht fährt der Fahrstuhl auch nur woanders runter. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das machen wir erstmal auf. Nagel, Zusatzteil, okay. Da waren wir hergekommen und... Ach so, das ist nur ein... Ist das nur ein Bad? Oder gab es hier jetzt zwei Wege? Ich glaube, hier sind wir her. Genau, das ist tatsächlich... Ah, es ist wirklich nur das Badezimmer. Und wir können tatsächlich nur nach oben. Okay, aber dann sind wir hier auf Nummer sicher gegangen. Und können dann einmal mit dem Aufzug fahren. Das war so schräg dadurch, glaube ich, hier. Genau. Okay, dann schauen wir uns das doch mal an. Noch weiter nach oben. Ich glaube, unten gab es noch einen zweiten Weg. Also da, wo wir den Mactown zurückgelassen haben. Da ist Wand. Okay, da müssen wir tatsächlich da lang. Oh wow, wir sind so richtig an der Welt hier oben. Okay, wo sind wir? Gibt es hier einen... Gibt es hier einen Wegpunkt, so einen Wegweiser? Ich habe tatsächlich nämlich überhaupt keine Ahnung, wo wir gerade sind. Wir schauen gleich mal auf die Karte. Ich wollte nur einmal eben schauen, ob ich hier irgendwo so einen Wegweiser finde, dass wir hier tendenziell mal wieder herreisen könnten, wenn wir wollten. Oh, da ist ein böses, großes Monster. Ja, den holen wir. Wir haben jetzt zwei Waffen. Das ist gut. Wir haben mehr Munition. Was ist das? Ein Quetschkneck. Oh, der quetscht aber echt mal gut. Achso, wir laden noch nach. Oh, oh Gott, zwei davon. Jetzt kriegen wir, glaube ich, ein Problem. Wir laufen mal ein Stückchen weg. Wo ist der Quetschkneck? Es geschehen Dinge. Und ich meine okay. Nicht nur all die, die wach sind. Oh, sind sie resettet? Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Also einen hätte ich schon ganz gerne noch vorher getötet. Okay, wir sind jetzt... Ja, wow, das ist echt... Okay, wir laufen erstmal weg. Wir sind noch ein Drittel tot oder so. Dann resetten sie doch richtig. Was ist überhaupt vier, wenn ich hier mal... Ach, den können wir sogar herbeirufen. Deine Reittiere und Fahrzeuge werden hier angezeigt. Wenn du ein Transportmittel auswählst, wird es zu deinem Favoriten und erscheint in der Welt neben deinem Charakter. Vorausgesetzt, dass es an dem aktuellen Ort möglich ist. Das ist cool. Das ist echt cool. Aber ich würde ganz gerne versuchen, diesen Quetschkneck hier zu töten. So. Ich weiß, wir treffen ihn von hier noch nicht. Der andere kommt viel schneller. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kacke. Weil ich nicht unbedingt mit beiden gleichzeitig kämpfen wollte. Okay, der eine scheint zu resetten, aber den anderen können wir hier vielleicht ein bisschen... Okay, okay, okay. Oh, wow. Ja, aber den würde ich schon ganz gerne noch töten. Ey, Mistviech. Okay, lad schnell nach. Lad bitte schnell nach. Oh, lad schnell nach. Wir brauchen auf jeden Fall noch dieses Talent mit der Nachladegeschwindigkeit. Oh, einer ist tot. Jawohl, sehr gut. Den zweiten schaffen wir auch noch. Okay, in Zeitlupe ausgeglichen. Das finde ich ganz gut. Oh. Wie konnten wir denn da nicht ausweichen? Okay. Vielleicht haben wir den mal mit... Ja, das... Wow! Wir hätten gleich auf unsere Nahkampfwaffe umsteigen sollen. Die scheint richtig gut zu sein. Okay, nice. Dann haben wir das geschafft. Wo war der andere gestorben? Ich sehe den anderen gar nicht mehr. Da, ist er das da? Nee, das sind Steine. Steine. Okay, aber ganz kurz. Ich schaue einmal wegen der Waffen.
Kann ich hier vielleicht Haupthand und Nebenhand in Knallkiste, dass wir das einmal Diese nicht Waffe braucht ausrüsten? Beschäftigung. Und mal schauen, in der Nebenhand-Fernkampf können wir da beide? Peng, peng, pop. Nee, leider nicht. Tatsächlich. Fernkampf. Ach doch, hier könnten wir theoretisch auch die andere. Ja, okay. Also wir haben zwei Waffen, wobei ich zwar dachte... dass wir eine richtig coole bekommen hätten, aber scheinbar ist die Nahkampfwaffe deutlich besser. Oder ziehen wir mal das da an. Das ist Knallteilski, wie auch immer. Okay, Nebenhand. So, was hat denn die... Achso, ja, das... So, aber das hier... Ja, dann haben wir mal gewechselt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich einen Unterschied macht. Rücken haben wir keine. Okay, Rumpf sagt er mir, hier hätten wir noch irgendwas. Ich weiß nicht genau. Das ist neu. Okay, ja, aber das lassen wir erstmal aus. Das mit diesem Kopf muss ich mal ganz kurz schauen, wenn wir den nicht aufhaben. Ja, dann haben wir tatsächlich dieses Maskending auf. Das ist neu, das ist neu. Ja, der sieht ein bisschen lustig aus, aber... Ich mag tatsächlich unser Kaninchenhelm, auch wenn man überhaupt nichts mehr sieht und wir eigentlich auch nichts mehr sehen könnten. Aber gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. So, die zwei Viecher haben wir besiegt. Ich weiß gerade nicht mehr so ganz genau, wo wir hergekommen sind. Hier? Aus diesem Bunker. Ah ja, genau hier. Ich wollte einmal auf die Map schauen, wo wir jetzt sind. Wir sind hier. Okay. Oben drauf. Naja, gut. Oh, geh mal ganz raus. Ja, dann gehen wir erstmal wieder runter. Ich würde sagen, wir machen erstmal Todeszone ein bisschen und schauen dann vielleicht mal, ob wir den Jumbo-Knäuel tatsächlich dann gleich mal oder bald irgendwann besiegen können. Oder wenigstens versuchen zu bekämpfen und dann mal schauen, wie wir so zurechtkommen. Können wir hier runterspringen? Ja, einmal hin. Das ist natürlich die Frage, inwiefern es wesentlich schneller ist, aber gut. So, ich glaube, es gab tatsächlich noch einen zweiten Weg. Ganz am Anfang, wo der Mekton hier steht. Da waren wir hergekommen. Genau, da steht der Mekton. Ich glaube, ich laufe lieber mit dem Mekton dahin. Wobei das da drüben auch so aussieht wie eine... Ach so, hier waren wir, glaube ich, schon. Sind wir schon reingegangen. Genau, ja, tatsächlich haben wir die Tür aufgemacht. Stimmt. Dann waren wir da rechts. Wir sind, glaube ich, von links gekommen. Deswegen würde ich ganz gerne mal dieser Treibstoffgeruch schauen. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht falsch. Aber hier würde ich mich auch ganz gerne mal umschauen. So, wo kommen wir denn hier raus? Oder sind wir hierher gekommen? Das sieht auf jeden Fall aus, als wenn wir es kaputt machen könnten. Ja, das ist wieder etwas kaputt geht. Ich weiß nicht, ob wir es an der Farbe erkennen, an diesem Gelb. Wir schauen gleich mal, was wir da drunter finden. Ob wir hier nur eine Abkürzung freimachen. Ich sehe gerade überhaupt nichts. So. So. Sollen wir jetzt auf jeden Fall... Kann das mal alles... Okay, das dann haben wir noch kaputt. Können wir da dran? Ja. Okay, das fällt in den Boden rein. Gibt es hier jetzt was zum Finden, zum Aufsammeln, zum Ausgraben? Das können wir auf jeden Fall auch saugen, aber das war nicht das, was ich meinte. Ist da drin was zu sehen, was zu finden? Hm, nicht so richtig. Hast du schon Lungenschmerzen? Nein, ich bin ja in meinem Roboter. Da kann ich ja atmen, da habe ich ja offenbar keine Probleme. Wo sind wir denn jetzt? Okay, ich dachte, wir waren vorhin hier. Vielleicht sind wir... Na, wir schauen mal, wo wir hier hinkommen. Ja, falls wir bis dahin dann keine Kiste mehr finden, dann ist das so. Oh, findet ihr euch?
schießen wir einmal kurz ab. Alle, wo ihr seid. So, da links ist auch noch. Oh, wir müssen nachladen. Okay, dann lad schnell nach. Hier vorne ist doch gleich einer. Also dieser Autofokus ist tatsächlich an sehr vielen Stellen sehr cool, aber manchmal auch ein bisschen behindernd, wenn man irgendwas direkt vor der Nase hat, er aber irgendwas weiter weg anvisiert, automatisch. Kann man nicht immer gleich auf das schießen, was weit weg ist. Das ist ein bisschen blöd. So. Ratzfatz, alles aufgeladen. So, du müsstest doch jetzt tot sein und du auch schon so gut wie. Okay. Das saugen wir natürlich hier einmal weg. Das sieht aus wie eine Brücke. Ist hier was zu finden? Ich schaue mir das mal ganz kurz an. Kann ich. Ja, das kann ich tatsächlich aufsammeln. Okay, more Schulterpolster. Können wir das? Können wir ausrüsten? Wir haben. Ach so, das ist wahrscheinlich andere Schulter, wo wir noch gar nichts hatten. Okay, nach so kleinen Sachen habe ich ehrlich gesagt gar nicht richtig geguckt. Weil ich dachte eigentlich, dass man normale Loot-Sachen eben auch sieht, wenn man in dem Gefährt hier ist. Ja, wir gehen mal ganz kurz in die Höhle, dass das auch abgehakt ist, bevor wir hier zu weit weg sind. Da können wir auf jeden Fall schon mal auf etwas schießen. Okay, hier ist auf jeden Fall nochmal eine Wrackkiste drin. Das finde ich ganz gut. Dann haben wir hier safe nochmal eine gefunden. So, okay, ich sehe gerade nichts. Ich laufe in irgendeine Ecke. Wer ist denn hier der Fette von denen? Ja, da, hm? Ja, okay. Seid ihr jetzt auch alle tot? Okay, wir gehen zuerst rechts. Das sieht schon mal aus wie die Wrackkiste. Das ist sehr gut, aber wir schauen uns erst kurz den Kofferraum an. Noch eine Schulter. Mal schauen. Jetzt müsste aber was dran stehen. Genau, das verbessert ein bisschen. Energierigen. Ja, wir nehmen das. Wir ziehen das an. Was ist das? Mündung. Okay, Mündung nehmen wir natürlich mit. Können wir jetzt nicht direkt anziehen. So, dann machen wir noch die Kiste noch auf. Mal schauen, was wir da so haben. Seitenschwarte. Klingt ein bisschen wie vom Schwein. Drachenschädel. Oh, der sieht cool aus. Können wir den gleich benutzen? Schnute. Ein Entenkopf. Wie cool. Das muss ich mir auf jeden Fall gleich mal anschauen. Vor allem, wenn wir dann wieder draußen sind, wo es heller ist. Ich würde mal ganz kurz schauen. Ist hier was zum Looten? Ja. Das, ja, ich glaube, wir haben ganz schön viel übersehen dadurch. Matmuck-Eimer, das sieht auch lustig aus. Was haben wir da noch? Adrenalinspritze, okay. Bereich abgeschlossen, das haben wir auf jeden Fall gelootet. Warum die eigenen Beine nutzen? Dann schauen wir hier nochmal rum. Da waren wir eben nämlich nicht drin. Oh, wir kommen woanders raus. Okay, es scheint hier aber nicht weiter zu gehen. Aber das können wir kaputt machen. Das tun wir natürlich jetzt auch hier. Rasieren hier mal wieder die Häuser. Upsi. Das machen wir noch kaputt, wenn es geht. Irgendwie geht. Oh. Ja, scheint irgendwie zu gehen. Können wir hier irgendwas aufsammeln? Sieht nicht so aus. Du musst doch auch noch. Upsi, kaputt geht. Wow, wir wären fast runtergefallen. Okay, also hier kann man scheinbar durchgehen, auch wenn ich nicht genau weiß, wo wir hinkommen. Ah, okay, das ist die andere Seite von dem Zaun. Den haben wir da drüben gesehen. Okay, kommen wir hier irgendwo hin? Bringt uns das was, wenn wir hier durchgehen durch diese Höhle? Atme so wenig wie möglich. Okay, es scheint hier aber nirgendwo hinzugehen. Dann muss es doch hier was zum Looten geben. Oder sollen wir hier einfach runterspringen? Da unten ist doch dieses Öl oder was es sein sollte. Okay, ein bisschen merkwürdig, dass es hier diesen Weg gibt, um da hinzugehen, damit dann doch nichts da ist. Aber gut, dann ist das so. Wir gehen hier erstmal wieder raus. So, wir können uns ja hier ein bisschen umschauen. Also das mit dem Zaun hier. Ja, da drüben waren wir gerade. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nicht sterben, bitte nicht sterben. Oh Gott. Ich muss echt mehr nach diesen blöden Pfützen gucken. Wir können so weit fliegen. Und schaffen es trotzdem nicht immer über die Abgründe zu springen. Das ist eigentlich schon ganz schön traurig, aber liegt wahrscheinlich am meisten an mir. Okay, die Pfütze können wir auch nochmal aufsaugen. Gibt es hier jetzt irgendwas, was wir aufsammeln können?
Nö, scheinbar nicht. Okay, finden wir hier noch irgendwo was? Sieht nicht so richtig so aus. Oh, da dürfen wir wieder nicht. Oh, das machen wir nochmal ganz kurz. Lass mich. Ich will dich fangen. Ey, nicht weglaufen. Ich habe doch gar nicht so viel Luft. Kreatur streicheln und behalten. Das machen wir. Man sieht jetzt natürlich unseren sehr liebevollen Gesichtsausdruck dabei. So, genau, da gehen wir wieder rein. Okay. Da scheint es auch keinen Loot zu geben. Hier scheinbar auch nicht so recht. Ich würde echt gerne mehr von diesen Kisten finden, aber wir schauen mal, was wir jetzt alles haben. Oh, die Helme, die Köpfe, ja, die wollen wir anschauen. Schutzturm, das war, glaube ich, der Drachenschädel. Wir nehmen den Drachenschädel, der sieht richtig cool aus. So, was haben wir hier? Dumpfdeffer. Sicheres Ding. Ich weiß, ich finde es echt schade, dass man da gar nicht sieht, was so besser ist. Also, ich muss mich irgendwie darauf verlassen, dass ich hier... War Gelb besser als Grün? Vorreiter? Ich glaube, das war irgendwie ungewöhnlich und das ist vielleicht sogar selten. Wir nehmen einfach mal das. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Okay, das, wo sehen wir das? Ach, das sieht aus wie unser Arsch. Okay. Wir nehmen tatsächlich mal Seitenschwarte. Wir haben das doch ausgerüstet. Warum sieht das denn jetzt anders aus? Es sieht aus wie Skurba. Eine mobile Festung. Okay, okay, Bauch. Billobeine, ja, okay, mehr gibt's nichts. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal lustig aus. Ach, die sind böse. Ich dachte, das ist wieder so ein Eichhörnchen. Scheinbar nicht. Oh, okay, da ist ein großer. Mufflamock. Okay, wir sollten auf Entfernung bleiben. Der dreht sich und wirbelt sich hier ganz schön. Okay, er ist tot. Ich würde vorsichtig aber mal schauen, ob wir was looten können, aber das sieht nicht so aus. Okay, dann steigen wir doch lieber wieder ein. Genug, die in die Quere zu kommen. Okay, können wir das wieder zerstören? Das sieht so aus. Schauen wir mal. Dann schauen wir gleich mal auf der Map, wo wir uns befinden. Oh, ich sehe nichts. Hier fällt auf jeden Fall schon mal alles zusammen. Nicht wieder irgendwo runter. Oh Gott, war das knapp. Bitte lauf einfach nur nach da. Okay, ich weiß nicht, wo wir hier hinkommen, ob das Sinn macht oder nicht. Wahrscheinlich macht das wieder keinen Sinn. So wie an vielen anderen Stellen hier. Waren wir da schon? Ich glaube, da sind wir vorhin durchgegangen. Kann das sein? Na, wir schauen mal, wo wir uns befinden. Ich würde tatsächlich hier nochmal so ein bisschen rechts runter gehen. Wenn das irgendwie möglich ist, aber... Ja, so ganz safe weiß ich das nicht, wo wir da hinkommen, aber ich würde ganz gerne noch mal in der Mitte schauen, so ein bisschen erkunden, wenn es aber Wege gibt, mehr oder weniger direkt. Ist jetzt fast wieder ein bisschen zu weit rechts, oder? Naja, aber wir schauen mal, wo wir dann da hinkommen. Wir haben ja gar nicht so viele Möglichkeiten der Wege zum Wählen, aber vielleicht gibt es dann hier tatsächlich irgendwo nochmal die Möglichkeit, sozusagen diesen Wegweiser zu finden, dass wir uns da vielleicht mal ein bisschen hin und her teleportieren. Wenn wir dann den Mekton auch mitnehmen können, ist eigentlich ganz cool, wenn wir irgendwo hin teleportieren, den Mekton rufen und dann ist er da. Dann können wir hoffentlich ein bisschen effizienter hier vorankommen. Sieht schon echt cool aus. Oh, da oben, was ist das denn da? Da ist gerade irgendwie so wie ein Heißluftballon gespawnt, da oben. Seht ihr den? Da hoffe ich, dass wir irgendwie da hinkommen. Wir schauen uns das vielleicht... Naja, es sieht nicht so richtig... Obwohl, ich würde da gerne in der nächsten Folge mal hingehen. Dann schauen wir mal, ob wir da noch hoffentlich eine Wrackkiste finden. Ja, also wenn ihr wollt, seid gerne wieder dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao, ciao.